Hallo Leute, da bin ich's mal wieder, euer WWE-Sammler 14 und ihr habt es so gewollt. Hier ist das Match Attacks 2014-2015 Booster Display. Hier unten steht's auch schon, werde zum Star mit Match Attacks ab heute im Handel. Danke noch an meinen Händler, vielen, vielen, vielen Dank, werde zum Star mit Match Attacks. 1 Euro pro Päckchen UVP, hier haben wir die Box. Da oben ist schon ein bisschen der aufgerissene Teaser, aber wie gesagt, da ist die Box und ich freue mich jetzt richtig, die zu öffnen. Ich mache mal oben das Ding da auf. So, und da ist es gleich. Ich bin gleich fertig. Jetzt warte mal kurz. Ja. So, hier ist es. Das Dizzy. Ich muss noch so hier. Der Fokus ist da. Da ist es, das Display mit 100 Packungen, 100 Packs. Ich würde sagen, ich nehme mal einfach mal ein paar hier raus. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgenommen. Ich zeige euch auch gleich noch das hier erhältlich Schild. Ich weiß gar nicht, ob das mein Händler noch mal braucht. Ich habe keine Peilung. Hat ja noch mehr Displays, aber die sind jetzt auch drin, denke ich, nicht nur in einem Mal. Hier ist es auf jeden Fall. Hier erhältlich das Poster. Limitierte Karten erhältlich, bei da steht es auch, wo die Limitierten drin sind, das wissen wir wahrscheinlich. Die meistens getauscht haben. Ich lege mal das Ding in den Hintergrund. So ist das doch schön. Und wir öffnen jetzt. Wir haben hier schon mal einen Mordpack. Und wie ihr hier seht, es sind noch so viele. Also es sind 100 Booster. Und ich habe es euch ja gestern schon vorgelesen. Ein Matchwinner in 5 Packs, ein Hattrick-Helden in 56 Packs und in 60 Packs gibt's einen Club 100er. Wir fangen an mit dem ersten Booster-Pack. Die Base-Karten werde ich nicht vorlesen. Nur mal so, das seht ihr ja selber, die Base-Karten werde ich nicht vorlesen. Und wir beginnen. Fokus. Wartet, muss ich mal Fokus vorher hinstellen. Jetzt. Also Base-Karten werde ich nicht vorlesen. Okay, die sind falsch drinne. Hier. Das ist umgedreht. Das ist ein... Geil, gleich die erste Kreativ-Duo-Karte. Julian Draxler und Max Meyer. Also das ist die Duo-Karte, die glitzert auch richtig cool. Insgesamt wert 12,0 Millionen steht hier. Das wird nicht reichen, denke ich. Ja, sehr coole Karte. Die erste, Dagsho und Polter, haben wir schon in den Promo-Packs gezogen. Natürlich kommt jedes Pack mit einem Code, wo man diese Dinger da gewinnen kann. Hier könnt ihr euch abschreiben, ich brauche das nicht. Kann jetzt natürlich nicht alle zeigen, aber den einen Ding jetzt schon. So, das ist Base. Starspieler Roberto Firmino, Daniel Halffter. Das Starterpack weiß ich nicht, ob ich das noch vor Kamera öffnen will. Das habe ich auch unten noch irgendwo liegen. Das habe ich natürlich auch gleich geholt. Hier ist die gute Karte, aber jetzt erstmal die hier. Lewandowski, Abwehr ist die gute Karte, legen wir erstmal so hin. Und die gute Karte ist Matchwinner Nikolse Knoweski. 12,0 Millionen ist der Wert. Ich muss echt sagen, die neuen Matchwinner-Karten gefallen mir richtig gut. Richtig geil sind die. Also richtig Hammer. Stimmen wir gleich mal dahin. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt muss ich erstmal, dass ich das hier so wieder gut hinbekomme. Bundesliga-Clubkarte ist Darmstadt. Haben wir die Clubkarte gezogen. Sehr cool. Jo, das ist hier die YouTube-Premiere. Display-Opening. Ich bin wirklich froh, dass ich da heute ein Display davon bekommen habe. Hier haben wir und die erste Transparentkarte. Da ist sie, das ist so wie Lamin-Karte, die ist durchsichtig.
sehr, sehr geil. Kevin Trapp, 10,5 Millionen wert. Transparentkarte, sehr, sehr cool. Hammer. Kann auch gleich mal hier hin. Und Starspieler Manuel Neuer, unser Weltkeeper, stellen wir hier hin, auch wenn ich ihn in Bayern nicht so gern sehe. Aber egal. Das nächste Pack. Marco Reus, Starspieler, doppelt jetzt. Clubkarte haben wir, FC Augsburg. Und Felix Kroos. So. Ach, ich drehe die jetzt nicht um. Das dauert viel zu lange sonst. Das sind eh nur Base-Karten, die werdet ihr auch in eurem Pack sehen. Wie mache ich... Alter, das sind aber nicht jetzt zwei Matchwinner oder so, ne? Hier haben zwei umgedrehte Karten, die legen wir jetzt mal hier hin. Hier haben wir den. Und die umgedrehten Karten sind tatsächlich... Ihr wollt mich verscheißern, ne? Hattrick Held... Ein Hattrick-Held in den ersten Packs. Robin Hemmels, KSC, Hattrick-Held, tatsächlich heftiger Scheiß. Hier steht's, Hattrick-Held, sehr, sehr geil. Und dann ziehen wir natürlich noch schnell eine Duo-Karte, weil wir gerade dabei sind. Duo-Karte, Kevin Volland und hier von Hoffenheim, Modesti. Sehr geil, da ziehen wir erstmal einen Hattrick-Helden. Also ich muss echt sagen, Bombe. Sehr geil in einem Pack. Dante. Starspieler. Das war... Jo, Gustavo. Luis Gustavo. Hätte ich schon gedacht. Und wir sehen schon einen Mann, der es drauf hat. Hier ist er auch schon. Kevin Großkreuz, Dortmund, sehr cool. Anthony Brooks, Clubkarte ist der VfR Aalen. Bagdere und Zoller. Puh, jetzt muss ich mal gucken. Das ist Perzic, Polak, Werner, Strodik und Rhein Energiestadion. Doppelt zum Tausch. Ja, mein Handy klingelt gerade. Und ich sehe schon wieder eine Transparentkarte. Wie geil ist das denn? Iza Olic, Sascha Reitner, Kapitän sogar. Umdrehen, es ist... Noveski, es ist... Ja, Noveski ist es. Guck mal hin, 9,5 Millionen. Sehr, sehr cool. Hammer. Also die Transparentkarten gefallen mir richtig gut. Dann haben wir im Angriff in Bayern München einen Matchwinner, Robert Lewandowski. Kacke, einer von Bayern, aber es ist ein Matchwinner. 14,5 Millionen wert, hatte hier 99 Angriff, das ist natürlich sehr geil. Sehr, sehr cooler Matchwinner. Und noch, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich machen kann. Also, jetzt muss ich erstmal den. Das ist hier die gute Karte. Das ist Mali, Werner, Stadion Borussia Park, Heimvorteil. Das sind die Heimvorteilkarten, also da steht auch hinten Heimvorteil drauf. Sehr cool. Und die Topkarte ist ein Duo, Sturmduo Leverkusen. So. Ich werde jetzt, glaube ich, hier erstmal den Part da fertig machen. Also hier den und dann kommt der nächste Part. Sami, Heimvorteil, Schweinsteiger, Elie, Michael Klaus. Das ist die Club. Das ist Julian Rund. Kadlec, Hennings, Mario. Die Clubkarte ist Kräuter führt. Was geht denn hier jetzt ab? Jetzt ist hier irgendwas umgedreht? Nee. Okay. Ich kann das, wenn ich das immer drehe, das ist scheiße. Und Starspieler ist Petersen. Also das könnten sie sich mal abgewöhnen, dass sie die Karten so komisch reinmachen, weil das finde ich ziemlich scheiße. Hier haben wir eine Top, zwei Top-Karten in einem Pack. Also das finde ich einfach zu geil. Okay. Bundesliga-Clubkarte, Hertha BSC. Also der Club 100er ist ja Philipp Lahm. 101.
Und Tor haben wir Matchwinner Ralf Fährmann von Schalke 04. Ist jetzt auch nicht gerade schlecht, aber eine sehr coole Karte auf jeden Fall auch. Jo. Dann haben wir hier gleich einen Heimvorteil. Heimvorteil, jetzt muss ich... Das ist voll scheiße, dass man die immer drehen muss. Heißel Schulz, wir haben am Hamburger geil, Backlots und Bayarena. So, ich glaube, ich habe... Ist hier irgendwas drin? Ja, schon wieder ein Heimvorteil. Ich habe schon gedacht, dass es hier irgendwie ein Heimvorteil ist. Hier haben wir wieder eine gute Karte. Powerkarte, sagte hier der alte Matchdeck-Sammler 98, wenn er noch guckt. Schönen Gruß an dich, Sven Schlaplöck, Raul Bob Dalli und Olympiastadion Berlin. Und die Powerkarte ist Defensivduo Schwab und Rüdiger. Wir haben noch 3 Packs für diesen Part. Da muss ich erstmal die Kamera aufladen. Es geht natürlich dann weiter. Hier haben wir die Powerkarte wieder. So. Das mit den Millionenwerte oben finde ich cool, aber ich glaube nicht, dass die echt stimmen, die Werte. Und die Karte ist ein Matchwinner, natürlich Jan Sommer hier gezogen, natürlich sehr, sehr cool. Hammer, ich ziehe richtig gut, das gefällt mir schon wieder. Habe ich hier wieder eine Powerkarte? Ja, da ist eine Powerkarte, Clubkarte. Hier ist es, Dramatisch. Und Weidenfeller, unser Mann, war EABVB. Hey, AWVB. Ne, ich sing jetzt nicht. Roman Weidenfeller, Alaba, Gerhard. Und die Clubkarte ist von Leipzig. RB Leipzig Clubkarte. Sehr cool. Mein letztes Pack für den Park. Da ist es. Das letzte Booster. Und wir hoffen, wir werden noch irgendwas Cooles ziehen. Oh, okay, wir haben. Okay. Eine Transparentkarte, wie man gesehen hat. Dradian. Transparentkarte ist ein Kapitän von Hoffenheim. Und es ist. Beck, Andreas Beck, Transparentkarte, die sind sehr cool. Und Salah und noch ein Zieler, Starspieler. Sehr, 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 sehr geiler Part erstmal. Das war's von dem ersten Part meines Magitex-Displays. Hier sind die anderen Karten. Das war's vom Part. Ich hoffe, ihr sammelt sie auch. Ihr könnt mir Tauschanfragen senden. Das Starter-Pack, wenn ihr sehen wollt, bitte per Kommi. Und ich sage dann Tschüss, bis dann.